Miriam Wingerer gehört zu den Künstlerinnen, die ihren Kunsthausatelier hier haben. Als Stadt Troisdorf stolz auf unser Kunsthaus Troisdorf sind, freuen wir uns natürlich, dass das hier auch präsentiert wird. Kunsthaus zeigt Wertschätzung der Stadt Troisdorf für Kunst. Wir merken eben, dass in den Arbeiten von Miriam vor allem Weiblichkeit erkennbar ist. Wir haben hier ganz offensichtlich immer wieder Modelle, weibliche Modelle bis hin zu Selbstporträts. Und somit ist wirklich diese Arbeit auch ganz speziell weiblich und dreht sich auch um die Identifikation und das Rollenspiel beziehungsweise überhaupt die Auseinandersetzung mit Weiblichkeit, mit Frau. Und in der Vorbereitung zu dieser Ausstellung und in Kenntnis dieser neuen Arbeiten hatte ich dann sofort den Eindruck, hier handelt es sich um den Surrealismus. Wir haben hier also sehr viele Arbeiten, die sich ja gerade der Wirklichkeit entziehen, obwohl sie ganz und gar und das auch hochgenau und präzise naturalistisch gemalt sind. Es gibt immer wieder diese Brüche, dass wir von dem Naturalistischen, von der unmittelbaren Porträtdarstellung wieder abweichen und wir anfangen, uns im Grafischen zu befinden. Dinge sind sozusagen zerstückelt, auseinandergenommen oder ganz anders und erst einmal fremdartig wieder zusammengesetzt worden sind. Und da finde ich es jedenfalls augenscheinlich, an die surrealistische Malerei beziehungsweise vor allem auch an die Collage zu denken. Und zwar die Collage ganz im realistischen Sinne, dass Zeitungsschnipsel, Reklame, Texte, Bilder aus bestimmten Materialien, Magazinen herausgeschnitten werden und dann neu zusammengestellt werden. Damit sind wir also eins zu eins auf der Linie der Surrealisten, aber auch, und das ist auch ganz wichtig, der Dadaisten, die natürlich auch nochmal diesen extrem humorigen Anteil, diesen auf den Kopf stellenden Charakter in ihren Arbeiten verwirklichen. Wir finden hier immer wieder sozusagen Überlegungen, wie könnte man sein? Und dazu gehört es eben auch, dass in diesen Arbeiten häufig sozusagen dramaturgische Verkleidungen stattfinden, die häufig nur angedeutet sind durch übertriebene Kragen, durch Materialien, die auf den Kopf gestülpt worden sind oder die plötzlich den Oberkörper ersetzen und sich sozusagen vollkommen loslösen von der menschlichen Körperlichkeit. Und insofern ist es eben auch immer wieder das Spiel um die Freiheit, das Thema der Malerei und der Objekte gewesen ist. Und diese Freiheit, die spüre ich ganz stark in deinen Arbeiten. Ich darf mich weich bewegen, ich darf mich stark bewegen. Ich darf mich schön und bunt anziehen, ich darf fließende Stoffe anziehen, alles, was mir gefällt, und mich anmalen oder nicht anmalen, meine Haare ganz lang wachsen lassen oder ganz kurz abschneiden. Das darf ich alles und das mache ich immer dann, wenn ich das möchte.